Wissen Sie, wie das ist, ein Kind zu lieben, wenn die Liebe pur ist, bedingungslos? Das ist das schönste Gefühl auf der Welt. Bist du Henry? Ich gehe für dich, weil ich dir gehen möchte bei dir wohnen. Lieber Henry, das kleine entzückende Mädchen, das dir diesen Brief überreicht hat, ist deine leibliche Tochter. Sie heißt Magdalena und ist 8 Jahre alt. Alles klar bei dir? Du bist also genau 8. Wie kann man denn ungenau 8 sein? Du setzt dich jetzt sofort in den Flieger und holst deine Tochter hier ab. Sie ist nicht nur meine Tochter, sie ist auch deine Tochter. Wissen Sie, warum Ihnen Charlotte das Kind vor die Tür gesetzt hat? Weil Sie der Vater sind und meine Ehe im Arsch ist. Sie werden jetzt Verantwortung übernehmen. Ich kann mich nicht um Sie kümmern, ich kann mit Kindern nicht umgehen. Ich kann sie noch nicht mal leiden. Sie braucht ein herzhaftes Frühstück und ein warmes Abendessen. Ich kann nicht kochen. Doch, ein Coq au vin ist vorzüglich. Coq au vin? Coq au vin ist französisch. Ich muss aber was frühstücken, sonst kann ich mich in der Schule nicht konzentrieren. Magst du Schokopops? Ja. Habe ich aber leider nicht da. Warum hast du eigentlich keine Frau? Ich hatte mal eine, aber die ist mir leider weggelaufen. Hast du Alzheimer? Ich bin nicht abgehauen. Du hast mich rausgeworfen. Oh, lass uns das Thema wechseln. Ey, wo ist mein Geld, du Opfer? Soll ich dir mal in deinen kleinen, fetten Arsch treten? Man darf Kinder nicht treten. Böse Kinder, die andere erpressen, die darf man treten. Da kommt man sogar in den Himmel für. So. Du bist cool. Biopilze, ganz was Feines. Das ist gut für die Kleine. Wir können auch ein Körbchen nehmen und welche im Wald sammeln gehen. Leg die Scheißpilze in den Wagen. Willst du mich provozieren? Ja. Ja? Ja. Sie alle gehören zusammen für den Rest ihres Lebens. Sie sind eine Familie. Das Letzte, was er sich in seinem Leben vorstellen konnte, war mal ein Kind zu haben. Und dann passiert was ganz Seltsames. Er fängt nämlich an, das Kind zu lieben. Schön. I like. Dann blickt er auf sein Leben zurück und stellt fest, dass er unendlich viele Fehler gemacht hat. Passt auf mich auf. Du bist so ein großes Mädchen. Gestern warst du auch alleine zu Hause. Gestern hat sie gebrannt. Versprech mir, dass du heute keine Spiegeleier machst. Hallo, versprech's. Ich kann immer noch Rühreier machen.